Hallo zusammen. Wisst ihr, was es ist? Es ist Zeit. Zeit, eine Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte, die sehr begeistern darf, motivieren und dazu führt, dass man mehr das Leben schätzt und mehr den Moment genießt mit seinen Lieben. Ich fange einfach mal an mit der Lesung und ich hoffe, ihr seid bereit. Ihr habt irgendein angenehmes Getränk. Ja? In meinem Fall ist das Zitronen-Ingwer-Wasser. Ja, das ist gut. Und in der Luft liegt ein Duft. Und dieser Duft, er ist aus Rosenwasser und Kräuterölen. Er beschwingt sehr, ja, dann kann die Geschichte ja losgehen. Habt ihr eure Kuschelsocken an, ob mit Löchern oder ohne, ist egal. Hauptsache, beweglich sind die Füße und dann haben wir Freude. Ja, fangen wir mal an. Faulpelze, lösungsorientiert. Du siehst ein Cover. Ja, mit Orangenfrüchten von einem Orangenbaum. Dort hinter siehst du ein gemaltes Bild mit einem Ast, wo die Familie der Faulpelze drauf sitzt. Der Vater schaut TV, die Mutter telefoniert mit der Freundin. Der Sohn, der zockt an einer Spielekonsole, ja, und eine ruht sich gerade aus. Doch zwei kleine Faulpelze, die büchsen fast aus. Sie sind interessiert und schauen bergab. Sie hängen mit dem Sterz oben an dem Ast und der Kopf hinunter. Dort sehen sie ganz glücklich und munter eine Pfütze. Spiegelglatt reflektiert das Sonnenlicht und ihr Spiegelbild. Und dort sehen sie sich und sind entzückt, fallen hinunter und dann geht die Geschichte los. Fangen wir mal an mit Weiterlesen. Ne? Verbinde Erfahrung und Gefühl. Das ist ein Taschenheft für Kinder und Erwachsene. Um Denken und Bewusstsein zu schaffen, bist du bereit für deine für dein Reiseabenteuer, erwache wieder, wenn du dein Kindsein verloren hast. Alles ist möglich auf der Suche danach. Und es geht weiter. Faulpelze. Faulpelzfamilie, 6 Stück hängen an einem Ast. Der Vater schaut TV, die Mutter hängt am Telefon, der Bruder schläft. Die Schwester schaut YouTube-Schminktipps. Die beiden kleinen Geschwister, Junge und Mädchen, spielen und fallen von dem Ast, als sie interessiert in der Pfütze ihr Spiegelbild sehen. So beginnt ein Abenteuer mit realen Erfahrungen im Leben. Seiten mit kleinen Sprüchen und Geschichten, natürlich bebildert, und im günstigsten Fall seine Persönlichkeit zu entfalten. Um im günstigsten Fall seine Persönlichkeit zu entfalten. Ganz wichtig, dass man das im günstigsten Fall hinbekommt. Was kann ich heute ein bisschen besser machen als gestern? Einfach den Mut, einfach zu machen. So werdet ihr die Nummer 1. Schlusswort am Anfang. Ja, es sind mehr Seiten als 31. Da habt ihr recht, wenn man einmal im Flow ist, soll man nicht stoppen, bis man zufrieden mit dem Ergebnis für diese Stufe der Entwicklung ist. Das ist eine Win-Win-Situation. Ich glaube, ich mache es mal was bequemer, ne? Ja, so. Das ist eine Win-Win-Situation. Ihr habt mehr für euer Interesse und mehr für euer Bewusstsein.
Das alles, langer Strich, Satz oben bitte voll vervollständigen. Frei ist der, der frei ist im Geist. Wahrnehmung ist das, was wir bewusst lernen können. Lebensfreude ist das, was wir von Kindern lernen können. Kindern, ganz wichtig. Es ist nie zu spät für Entwicklung und Spaß. Augen und Sinne auf. Geschrieben von Dennis Kuhl. Auszüge aus meinem Tagebuch. Ja, ich habe viele davon gemacht und habe dann ein bisschen davon zusammengefasst. Gedanken, die mir so kamen, kurz bevor ich schlafen ging. Träume sind wichtig. Und wenn du dir vorher schon in deinem abendlichen Zu-Bett-Gehen die Routine eingebaut hast, deine Gedanken zu ordnen, zu planen, zu überlegen, zu fantasieren, was kannst du morgen machen, wird der nächste Tag viel, viel erfolgreicher. Gedanken, die mir so kamen, kurz bevor ich schlafen ging, natürlich waren da auch Abenteuer, die Reisen zu unglaublichen Orten, überall, egal wo, ob zu den Sternen oder zu ganz neuen Welten, dort oben oder dort unten, ist egal wo. Ins Tiefste meines Selbst. Was macht dein höheres Ich, wenn du die Grenzen überschreitest mit deiner Vorstellungskraft? Visualisiere, träume, lebe, Punkt, Punkt, Punkt. Und nur so zwischendurch, das ist die zweite Version, die erste habe ich als Podcast schon hochgeladen. Andere interessante Gedanken mit dabei. Weiter geht's. Erfüllung finden durch gesundes Sein. Hyperschlaf, Traumreise, Körper und Geist. Heilen und regenerieren. ZOK. Und wenn du dich irgendwann mal fragst, was ZOK heißt, frag mich einfach. Ist ein langes Wort. Meditation, Ausgeglichenheit, Bewusstsein, Aura, Liebe, Erfolg, Fähigkeiten, Erfüllung. Und wenn du dich fragst, was für ein cooler Stuhl das hier ist im Hintergrund, das ist ein Stuhl, der ist schon seit Generationen in unserer Familie. Von meiner Uroma, die Oma. Davon haben wir den. Und meine Oma hat mir den vermacht. Und der ist klasse. Der steht bei mir im Massageraum. Ja. Also ich gebe auch Massagen und Wellnessberatungen und andere Persönlichkeitssachen, Gesundheit, Bewegung, Persönlichkeit. Aber dieser Stuhl hat Charakter. Und weiter geht's. Ich habe es geschrieben um 23.42 Uhr am 14.03.2019. Seid kreativ in allen Lebenslagen, voller Begeisterung. Kontakt suchen und finden. Hier mein Kontakt. Instagram Dennis Kuhl. Etwas Altes ganz neu entdecken. Dein Bewusstsein möchte wachsen. Sei für dieses Abenteuer bereit. Lerne zu handeln. Danke für deine Zeit und viel Erfolg wünscht euch euer Dennis. Zum Abenteuer deines Lebens, fett geschrieben, Punkt, Punkt, Punkt. Geht's hier entlang, Punkt. Kleiner Auszug aus der Welt der Fantasie. Ich mache das mal ein bisschen größer, ob ich das dann besser sehen kann. Eine Sekunde. Klatsch. Noch einer. Und dann wieder kleiner. Ja, so ist schon wieder besser. Wir sind ja funktionell, ne, und arbeiten immer dran, alles zu optimieren. Kennst du den Moment, wo du dich gut fühlst, dass du Bäume pflanzen könntest? Es ist der schmale Grat, der dein Bewusstsein in eine Welt führt, wo es keine Grenzen gibt. Interessant, oder? Keine Grenzen. Wo setzen wir uns die Grenzen? Doch zumal oft im Kopf und in unserem Bewusstsein, was gebremst wird und in eine Starre geführt, in die Angst. Und wenn du dieses überwindest und dein eigenes Ding machst und nicht aufgibst, kommst du da raus.
Also nochmal, es ist der schmale Grat, der dein Bewusstsein in eine Welt führt, wo es keine Grenzen gibt, wo deine Schwächen zu Stärken werden können. Deine Schwächen können zu Stärken werden. Mach dir das mal bewusst. Deine Augen werden schwer und es wird dunkel. Als du dich erschrocken wieder aufraffst, die Augen öffnest, bist du in einer anderen Welt. Eine andere Welt. Dein Geist kennt keine Grenzen. Du siehst von den Wolken fallend den Erdboden immer näher kommen, immer größer werden. Wow, denkst du dir. Der Wind drückt wie ein Hammer auf deinen Körper und das Atmen ist überaus schwer. Manche träumen, andere haben dieses Gefühl der Hilflosigkeit tagtäglich. Was überall gilt, du kannst deinen Zustand ändern, bewusst, egal wo und wann. Du hast deine Träume und deine Realität selbst in der Hand. Volle Verantwortung für das, was ich, also auch du, durchziehen möchtest. Die Geschichte der Faulpelze startet hier parallel. Fett geschrieben, Punkt, Punkt, Punkt. Faulpelzkinder gehen in die Welt hinaus. Mit offenen Augen schauen sie sich alles an. Ganz bewusst, mit spielerischer Einfachheit. Der Rest der Familie bekommt nichts mit, da sie in einer anderen Welt gefangen sind. Und hier siehst du, wie die zwei Faulpelzkinder auf dem Bild wunderbar gemalt, ja, neben der Pfütze anfangen, die Welt zu entdecken. Da telefoniert noch die Schwester anscheinend mit der Freundin oder die Mutter am Telefon und erzählt über alltägliches Zeugs. Die Faulpelzkinder sehen einen Schmetterling, der ihren Blick mitnimmt in die weite Welt. Helden werden gemacht, nicht geboren. Helden werden gemacht, nicht geboren. Das ist ein Spruch, den darfst du gerne tief verinnerlichen. Ob du jetzt ein Kind bist oder ein Erwachsener, der hier zuhört, ob du gerade entspannen möchtest oder den Geist entfleuchen in eine andere Welt. Ob du etwas brauchst für deine Persönlichkeit, für deine Sicherheit oder für deine Lebensfreude. Der Satz ist gut, oder? Helden werden gemacht, nicht geboren. Also mach dich selbst zum Helden. Sei wie der Held deiner Kindheit. Ich habe da welche aufgeschrieben. Indiana Jones, Superman, Batman, Spider-Man, Einstein, Galileo, Goethe, Tesla, Archimedes und viele mehr. Punkt. Das Beste, was du sein kannst, ist das, was du jeden Tag in deinem Leben an dir steigern vermagst. Erklimme Berge, wandere durch den tiefsten Dschungel über deine Grenzen hinaus, über deine Grenzen hinaus mit Hingabe. Ja. Mit der Einstellung, Neues zu entdecken. Entdecke deine neuen Seiten, Punkt, Punkt, Punkt. Fett geschrieben. Wenn du überlegst, was ich hier kaue, das ist Spirulina und Chlorella. Gut für den Mikronährstoffhaushalt. Es macht wach, vital und dunkle Haare. Gute Augen. Was macht große Entdecker aus? Fragezeichen. Sind es neugierig, was es alles zu erleben gibt? Sie hängen nicht vor dem Fernseher, sondern vor der Türe, die Welt da draußen.
Entdecke deine neue Welt. Faulpelzkinder sehen hinter ihrem Baum einen Hügel voller Blumen, Felsen mit Schmetterlingen. Den Sonnenschein mit kleinen Wolken. Die verschiedene Fantasiefiguren zeigt. Sie fangen an zu träumen. Und du siehst wunderbar gemalt den dicken Baum, von dem sie gefallen sind, in einer Graswiese, etwas Büschen und dann die Blumenwiese mit den Steinen in wunderbarer Farbenpracht, wo der Horizont mit den Wolken sie anlacht. Und sie zeigen drauf und schauen und werden schon so fast mitgesogen in diese neue, wunderbare Welt. Entdecke deine neue Welt. Der echten Welt, die wir mit allen Sinnen selber erleben dürfen. Was inspiriert uns zum Handeln, um motiviert und wissbegierig zu sein und zu bleiben? Erforsche dich, die Welt und alles um dich herum. Eindrücke, Blickwinkel, Düfte, Töne. Hör im Hintergrund die Frequenz, das Vogelgezwitscher, die Welt, Berührungen, Erlebnisse. Das alles erschafft Begeisterung für die Momente, die uns zu dem machen, was wir sind und sein werden. Beginne zu träumen, um zu erleben mit allen Sinnen. Entdecke deine neue Welt. Es gibt Zeiten, wo man was trinken darf. Mit ein Stückchen Ingwer drin. Aber wir sind ja vorbereitet, ne? Ja. Entdecke deine neue Welt. Es gibt viele weitere Möglichkeiten, die Welt zu erleben. Zurück zur Story. Du landest in einer Superheldenpose. Mit der Faust und leicht in den Knien eingesunken. Ich kann jetzt schlecht springen, aber du verstehst mich. Eingeschlagen in einen Krater, in das Erdreich. Neben einer Tempelanlage im indischen Stil. Du bist ganz aufgewühlt. Als du dich aufrichten möchtest, merkst du, um dich herum sind viele Mönche, die dich einfach anlächeln. Ihre kahlen Köpfe und die roten Gewänder schimmerten in der Abendsonne. Du lächelst zurück, ein warmes, ehrliches Gefühl macht sich bemerkbar. Hör auf dein Herzgefühl. Das strahlt weiter in deinen Körper aus. Und dann Bonga, Boom, Boom, Hom, Hom, Hom. Die Schwingung einer großen Glocke war das, die den Ton von weit oben eines Turmes spiegelt zum Himmel. Die Abendluft erklingt in Zufriedenheit. Ruhe kehrt ohne großen Aufwand ein. Entdecke deine neue Welt. Jetzt siehst du die Faulpelzkinder in diesem wunderschönen Bild. Ja, im Schneidersitz meditieren mit einer wunderbaren Gedankenblase der Visualisation, worin du sehen kannst, wie ein Wassertropfen so klein von einem Ast vom Blatt aus von der Spitze hinunterträufelt in eine Pfütze.
wo eine Hummel und ein Schmetterling sich erheben, wo die Sonne strahlt auf eine Raupe, die sich gerade verpuppt. In ihrem Kokon siehst du sie. Und jetzt geht's weiter. Faulpelze sitzen im Schneidersitz, meditieren, stellen sich ihre Welt mit all ihren Sinnen vor. Wind, die Luft zum Atmen, die Erde, auf der sie sitzen, und das Wasser. Die Sonne, eine dicke Hummel, die sich in ihren Bau im Boden begibt. Die Raupe, die sich einspinnt, um zum Schmetterling zu werden. Die weiß es jedoch selber noch nicht. Und das ist ein Satz, den wir uns bewusst machen dürfen. Wir wissen selber noch nicht, ja, was wir eigentlich für Potenziale haben, wenn wir uns in die Entwicklung begeben. Ein begeistertes Lächeln haben beide im Gesicht. Meditation liegt in der Luft. Dein Bewusstsein führt dich mit der richtigen Schwingung zum Mittelpunkt in dir. Also finde die Mitte. Das ist der Ausgleich zu allen Dingen. Du schaust dich um, siehst eine große Tafel aus Stein. Wow. Entdecke deine neue Welt. Dort eingemeißelt in der Tafel. Bilder und Schriftzeichen, die einen Kreislauf und die Geschichte dieser Gegend darstellte. Eine Hand auf deinem Brustkorb nahe dem Herzen, die andere auf deinem unteren Bauch. Tief einatmen. In den Bauch und das Lauschen auf den Herzschlag führt dich zum Selbstgefühl. Wie in einem Film bilden sich in deinem Kopf Bilder, die sich so realistisch wie noch nie zusammensetzen. Pelze stellen sich vor, die Faulpelze. Stellen sich vor, was sie erreichen möchten. Junge möchte die Welt entdecken, das Mädchen, das Leben schmecken. Und du siehst ein wunderbares, schönes Bild, wo der Junge auf einem Baumstamm sitzt, seinen Sterz nach hinten runterhängen lässt, auf einer Wiese mit einem Busch. Und er hält, schön erhaben und erhoben, ein Fernglas in der Hand, und schaut dadurch in die Ferne, wo seine Schwester an einem blühenden Kirschbaum ein Kirscheis in der Hand hält. Sie ist glücklich und wedelt auch. Ihr Lächeln steht ihr ins Gesicht geschrieben. Junge mit Fernglas sieht einen Kirschbaum. Mädchen am Kirschbaum entwirft ein Kirscheis. Sie ergänzen sich. So hat jeder Partner, jeder Mensch in seinem Leben eine Fähigkeit. Hast du Bruder und Schwester? Hast du Familienmitglieder, Freunde? Jeder hat bestimmte Fähigkeiten und auch Bedürfnisse. Und wenn du weißt, was diese sind, kannst du viel mehr in deinem Leben erreichen. Viel mehr Menschen glücklicher machen, viel mehr Wesen, viel mehr Geschöpfe. Wenn du Haustiere hast, schau, was sie für Bedürfnisse haben und präge es dir ein. Sei achtsam. Entdecke deine neue Welt. Was zutiefst beeindruckt und entspannt. War zutiefst beeindruckt und entspannt. Ein sehr unglaubliches Erlebnis, was meinen Körper verändert. Meine Begeisterung möchte ich mit dir teilen. Mit dir, genau. Mit dir und dir und dir. Ich weiß nicht, wie viele Menschen da gerade zusehen. Meine Begeisterung möchte ich mit dir teilen. Gestalte dir deine Träume selbst. Jetzt los! Spring auf! Tu etwas, schaffe etwas, aber du kannst auch gerne noch zu Ende hören. Wir
Wer wollt ihr sein? Wer werden? Und du siehst wieder ein Bild, wie die beiden Faulpelze auf einem Kirschbaum in der Krone sitzen. Ein paar Kirschen hängen dort noch runter an den Blättern. Und sie schauen sehr entspannt und glücklich mit ihren Kirschen in der Hand, die sie essen, dem Sonnenuntergang zu. Faulpelzkinder klettern auf den Kirschbaum, pflücken und essen diese leckeren, als sie den beeindruckenden Sonnenuntergang erblickten. Was pflückten sie, diese leckeren? Punkt, Punkt, Punkt. Die Nacht brach an. Entdecke deine neuen Erfolge. Habt ihr Bock? Punkt, Punkt, Punkt. Eure Ziele zu erreichen. Entwicklung fängt aus Leidenschaft an. Leidenschaft. Das schafft das Leid, wenn du es nicht tust. Also, erschaffe deine Freude. Da. Was bringt mir das für Möglichkeiten? Wie löse ich auf dem einfachsten und effektivsten Weg meine Herausforderungen des Tages? Bis hin zu großen Zielen. Abstand, Punkt. Die Erfolge in deinem Leben. Sammel Gründe, Punkt, 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 warum ihr etwas tun möchtet. Dann, wie ihr es umsetzen möchtet. Faulpelzkinder bauen sich eine Hängematte im Baum. Als Belohnung sehen sie den wunderbaren Sternenhimmel. Es war ja schon Nacht. Dann sehen sie etwas Außergewöhnliches am Himmel. Sie waren sprachlos und schauten sich auch nochmal an. Es waren Sternschnuppen. Eine ganz deutlich. Und das, weil sie geduldig, motiviert daran glaubten, etwas Besonderes zu sehen. Und du siehst das Bild, ja, in der Krone des Kirschbaumes mit der gespannten Hängematte und den zwei Faulpelzgeschwistern nahe aneinander liegend, und die Sternschnuppe schauten sie an. Es ist ein kurzer Moment, er rast an einem vorbei, aber wenn du in dem Moment gerade nicht aufpasst, hast du ihn verpasst. Entdecke deine neuen Erfolge. Hast du Spaß dabei, Herausforderungen zu bestreiten? Was macht dir Spaß? Was macht dir Spaß? Überleg mal, was macht dir Freude? Löst du damit ein Problem, was anderen und damit dir Arbeit abnimmt? Oder schafft es nur weitere Probleme, wenn du Spaß daran hast, anderen Ärger zu machen? Das ist der Zwiespalt. Schau auf deinen Charakter, schau, was du erreichen möchtest, schau, was deine Ziele sind. Ich bin der Meinung, dass die meisten Menschen den Weg des Leidens gehen. Des Leidens. Des Leidens. Und dann bauen sie immer mehr ab und gehen irgendwann ganz, ganz schlapp und degeneriert durch diese Welt, wenn überhaupt. Weil sie selbst denken, sie haben es nicht besser verdient. Jedoch glaube ich auch, dass wenn sie denken, dass sie es wert sind, du bist es wert, ich bin es wert, wir alle sind es wert, wenn wir uns unserem Wert bewusst werden. Es leben auch verdient haben, dass wir, wenn sie denken, dass sie es wert sind, es leben auch verdient haben. Verzeihung. So bekommen sie, was sie sich vorgestellt haben. Also immer visualisieren. Entdecke deinen neuen Blickwinkel. Immer fett geschrieben, ne? Es muss nur ehrlich, von Herzen, mit Herz ausgestrahlt werden. Alle Möglichkeiten erzeugen wir selber. Sind wir uns dessen bewusst, dass wir unsere Möglichkeiten selber erzeugen? Oftmals nicht, ne? So ist Selbstmotivation der Antrieb in neue Welten. In neue Welten. Und du siehst wunderbar gemalt
wie die zwei Faulpelzkinder auf dem Kirschbaum sitzen und sich Gedanken machen. So eröffnet sich eine Gedankenblase, die sie gemeinsam weiter spinnen und visualisieren und fantasieren und sich vorstellen. Und in dieser Gedankenblase siehst du Raketen, Planeten, Universen und noch vieles mehr. Mal es dir aus. Und neben diesen zwei kleinen Faulpelzen haben sie einen Beobachter. Er hört gespannt zu und schaut, was sie machen. Das ist aber noch ein Geheimnis, kommt gleich. Entdecke deinen neuen Blickwinkel. Das, was wir uns vorstellen können, so auch in den Köpfen der anderen erschaffen, lässt Realität entstehen. Deine Wirklichkeit erschaffen und die Momente der Gegenwart sind das, was du jeden Augenblick bewusst erzeugen solltest. Entdecke deine neuen Horizonte, dort oben weit in der Ferne. Es sind Grenzen, oder die du dir überwinden kannst. Faulpelz Kinder fragen sich, was es dort oben und hier auf dieser Welt noch alles Erstaunliches gibt. Erzählen sich Geschichten und Ideen über Raketen, Weltraumreisen. Es gab Zuhörer, die unentdeckt blieben. Die Ameisen auf einem Blatt. Punkt, Punkt, Punkt. So fingen die beiden an zu planen. Auch die kleine Fledermaus in der Krone war gespannt an Lauschen. Du hast Fähigkeiten, die du in das Bewusstsein deines Umfeldes ausstrahlst oder abgibst. Dessen musst du dir noch nicht mal bewusst sein. Vertraue mir, yeah, wenn ich sage, dass du ganz sicher Einfluss auf alles, was dich umgibt, hast. Und ich weiß nicht, ob ich das hier in einem Video schaffe, für euch darzustellen oder in mehreren Teilen. Das sollte dann Teil 1 sein. Und dann fängt eventuell Teil 2 hier an. Okay? Du siehst ein Bild wieder mal, wie die Faulpelzkinder sich etwas vorstellen und die Wahrnehmung hatten, oh, da ist eine Fledermaus. Und dann fragten sie sich, wie fliegt diese Fledermaus überhaupt durch die Lüfte? Wie funktioniert es? Und sie waren wild und aufgeregt an Diskutieren und an Denken. Entdecke deine neuen Horizonte. Du schreibst deine Geschichte. Also sei es dir wert, dass diese erzählt werden möchte. Also schreib auch mal eine Geschichte oder mal sie auf. Dein eigenes Tagebuch ist zum Beispiel eine wunderbare Möglichkeit dazu. Faulpelzkinder lachten vor Spaß und Freude. Atme nochmal tief ein und sahen die Fledermaus, die nur einer der Zuschauer war. Ihnen wurde bewusst, dass jeder Moment zählt und fragten die Fledermaus, wie man fliegt. Sie haben die Bedenken abgelegt, andere zu fragen. Also sei mutig, frag andere, wenn du etwas wissen möchtest, wenn du eine Leere spürst und diese mit anderen füllen kannst, in Beziehung gehst. Andere zu fragen ist also sehr viel wert. Und wenn du eine Antwort bekommst oder etwas abweisend behandelt wurdest und dir das nicht gefällt, was du da gehört hast, was du gefühlt hast, dann hat meistens das Gegenüber ein Defizit und möchte dieses nur nicht zugeben. Genau. So, ihre Grenzen zu erweitern, war sehr einfach. Die Faulpelzkinder, ne? Und du, als Erwachsener oder Kind, das geht immer. Und du siehst ein weiteres schönes Bild, ja, wo die Faulpelzkinder mit der Fledermaus und den Ameisen zusammen in dieser Krone saßen. Und du sahst Sprechblasen und Gedankenblasen. Und sie unterhielten sich sehr schön und emotional und gingen in Beziehung. Entdecke deine neuen Horizonte. Nutze jede Chance zu leben, als wäre es dein letzter. Du weißt ja nicht, wie viel Zeit du noch hast. Also hast du immer noch den Moment, den du gerade wahrnimmst. Worte, die schon oft
den Wert des Lebens, deines Lebens mit einem großen und starken Fundament untermauern. Faulpelzkinder entdecken jetzt auch die Ameisen. Die Ameisen, die aufmerksam dem Gespräch folgten. Das war die Geschichte jetzt wieder. Sie luden sie ein, mitzumachen. Die Runde auf dem Baum in dieser sternklaren Vollmondnacht wurde immer größer. Und das ist doch schön, ein Gruppengefühl zu spüren, oder? Alle tauschten ihre Erfahrungen und Geschichten aus, genossen die gesellige Zeit. Und hier keine Sache von mir. Wenn du auch so eine Gruppe bilden möchtest, dich austauschen möchtest mit anderen, wo du meinst, von denen ja, erhältst du einen Mehrwert, einen Nährwert, dann melde dich bei mir an zum Persönlichkeitsstammtisch. Ja? Ich würde mich freuen. Dort kommen Menschen zusammen, ja, die ähnlich sind wie wir, aber doch nicht gleich. Und genau dieser Unterschied macht den Mehrwert aus. Wir ergänzen uns. Also tauschen, alle tauschen ihre Erfahrungen und Geschichten aus, genossen die gesellige Zeit. Ne? Und jetzt siehst du wieder ein Bild, ja, wo die Faulpelzkinder, den Baum in der Hängematte, siehst du auch noch, die mit der Hängematte, die Fledermaus hängt dort auch und die Ameisen auch. Und die Fledermauskinder entdecken in einem Loch eine Eule. Und jetzt geht's weiter. Entdecke deine neuen Horizonte. Schön, wenn man so eine Klappfunktion hat, ne? Ja. Keinen Atemzug kannst du zweimal durchführen. Ist man sich diesem Gefühl bewusst? Wie sagte ein schlauer Mensch in Gänsefüßchen? Das Leben ist zu kurz, um unbedeutend zu sein, Gänsefüßchen. Großgeschrieben fett in Schrägschrift. Man lebt nur, wenn man Fragen hat. Ui. Die gedacht werden und einem über die Lippen hinaus in das Bewusstsein des allumfassenden Schwingen. Alles ist Schwingung und Energie. Und wenn du falsch schwingst, ja, gibt es unschöne Töne. Sei aufmerksam, schau dir die Welt mit all den Tieren an und stell dir vor, wie sie diese sehen und mit ihrem Leben umgehen. Also, wie gehst du mit deinem Leben um? Entdecke deine neuen Horizonte. Man erzählt sich viele Dinge über die Selbstwahrnehmung, Selbsterkenntnis, Selbstheilung, Selbstentwicklung, Selbstverwirklichung. Einmal auf dem richtigen Weg verzweigt dieser sich in viele Phasen der Erkenntnis. Entdecke deine neuen Beziehungen. Faulpelzkinder, Ameisen und Fledermaus sahen zusammen den Tau, der sich auf den Blättern sammelte. Für jeden ergaben sich andere Möglichkeiten, diesen zu nutzen. Eines war jedoch gleich. Sauberes, klares Wasser brauchen alle zum Leben. Da begriffen sie, dass sie alle gemeinsam Verantwortung für diese Welt haben. Hast du das Verantwortungsgefühl, dass du Verantwortung für diese Welt übernimmst? Ein Gefühl der Einsicht, fett geschrieben mit Doppelpunkt. Überraschende Worte, die laut von der Eule mitgeteilt wurden, die doch so lautlos in der Baumhöhle hockte. Sie sprach, Punkt, Punkt, Punkt. Gänsefüßchen, Schrägstrich, fett.
Das, was uns umgibt, ist das, was in uns ist, Gänsefüßchen. Entdecke deine neuen Sinne. Heile deinen Organismus von den bremsenden und ermüdenden Teilchen deines Kreislaufes. Wenn eine Quelle von klarem, hochschwingendem Wasser durch deinen Körper fließt und alles reinigt, das ist schön, oder? Ein gutes Gefühl, wenn man sich das vorstellt. Der ganze Dreck wird ausgeschwemmt. Yeah. So können deine Zellen neuen, reinen Sauerstoff aufnehmen. Auch noch ein guter Vorteil. Entdecke deine neuen Sinne. Alle hatten ihre Zeit, um den Tag und die Nacht zu gestalten. Machten sich nun auf, da der Morgen schon anbrach. Die Faulpelzkinder sprangen aus der Hängematte und machten sich auf, Neues zu entdecken. Natürlich sprachen sie auch auf Wiedersehen oder so. Ich wünsche euch einen guten Weg, eine gute Reise. Wir sehen uns. Meld dich bei mir. Das sind alles Gedanken, die du hast, wenn du dich verabschiedest. Im Guten. Neue Freunde und Bekannte sind entstanden, die sich ihrer Existenz bewusst wurden. Atme bewusst tief in deinen Bauch hinein. Was belastet dich an Lebensmittel und was bringt dir Gutes? Folge deiner körperlichen und geistigen Intuition. Entdecke deine neuen Wege. Sie wandern über und hinter den Hügel, wo zeitgleich die Sonne gerade aufgeht. Sehen ein Tal mit Blockholzhütte. Wow. Da stand dort an einem See das Haus. Mit großen, schönen Pfirsichbäumen. Haus am See mit Pfirsichbaum. So, die so orange ihre Früchte tragen. Die so orange Früchte tragen. Eine kleine, aus Beerensträuchern bestehende Allee. Eindrucksvolle Statuen eines Bibers und Bären. Schauten sie schon fast direkt an, als würden sie die Faulpelze erwarten. Auf jeden Fall beachten, abgeleitet von beachten. Das war der Eindruck am Anfang dieses Weges. Also am Anfang eines Weges sammelst du immer sehr viele Eindrücke, weil du noch nicht in diesem, ja, ich sag mal, in dieser Blindheit drin bist. Du kennst das vielleicht aus deiner Firma oder wenn dein Umfeld immer das gleiche ist und du immer die gleichen Tätigkeiten machst, dann wirst du blind für neue Sachen. Und das hast du am Anfang, wenn alles neu ist und du aufgeregt bist und achtsam nicht. Und dieses Gefühl zu erhalten, ist ein großer Schritt, ein großes, gutes Werkzeug. Und jetzt kommt das wunderbare Bild, wo du am Anfang siehst, wie die Faulpelzer an diesem Hügel, auf diesem Weg, etwas geduckt, ja, über die Kuppe schauen und diesen See mit der wunderbaren Holzhütte und dem Steg und den Bärenstatuen und der Allee aus Wildbären. Mit den 40 Bäumen ganz im Hintergrund und in dem See noch ein paar Wasserpflanzen. Entdecke deine neuen Gefühle. Heute war ein guter Tag. Das, was wir Menschlichkeit nennen, ist, glaube ich, die Fähigkeit, eine Verbindung der Gefühle zu schaffen. Deine Gefühle müssen noch nicht einmal
in der wirklichen Realität bestehen. Der Wunsch der Gefühle erzeugt Gefühle. Yeah. Und du siehst im Hintergrund, ja, diese tolle Sache hier, die Energie abgibt. Und Gefühle sind Energie. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir mit unserer Schwingung den Raum, unser Umfeld, unsere Mitmenschen, unsere Mitwesen beeinflussen, dann haben wir echt viel mehr an Bewusstsein erlangt. Also achte mal drauf, nutze diesen Effekt, diese Wirkungsweise. Der Wunsch der Gefühle erzeugt Gefühle. Also wenn du dir etwas wünschst, ja, dann hast du ein Gefühl. Und wenn du dieses Gefühl nach außen bringst, kann dieser Wunsch sich in Erfüllung realisieren, in Erfüllung werden. Aber die Energie musst du haben. Sie schauten sich gegenseitig an, waren erstaunt, fragten sich, wie haben sie das geschafft? Und wie können wir so etwas auch schaffen? Und das ist der richtige Denkansatz. Frag dich nicht, ich will es dann haben einfach, sondern frag dich, wie haben sie ja, das erreicht? Welchen Weg sind sie gegangen? Und lerne daraus. Entdecke deine neuen Gefühle. Ein neues Buch anfangen ist wie ein Neubeginn. Alles ist möglich. Und die leeren Seiten, so wie sein eigenes Leben, zu, Klammer, er, Klammer zu, füllen, Punkt, erfüllen. So machten sie sich auf den Weg zu dem Blockhaus, Blockholzhaus. Sie klopften an der großen, mächtigen Holztüre. Und nochmal. Hört sich gut an, ne? Ein Brummen grollte durch die Luft. Ein bisschen Spaß darf sein, ne? Sie fühlten sich etwas eingeschüchtert. Gedankliche Pause. Dann, die Spannung steigt. Die Tür geht auf. Ein Bär mit einem Pinsel und Franzosenhut macht die Türe auf. Kleinlaut, überrascht und leise nahmen sie ihren Mut zusammen. Ah, ich sehe da was. Nach kurzem Zögern, fragten sie. Gänsefüßchen, Schrägstrich, also schräg geschrieben und fett. Wie haben sie das geschafft und wie können wir so etwas auch schaffen? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Gänsefüßchen. Und jetzt in noch fetter und dicker geschrieben und laut gesagt. Was? Was? Was meint ihr? Fragezeichen. Entdecke deine neuen Gefühle. Was habt ihr gesagt? Wenn ihr fragt, sprecht deutlich. Spreche deutlich. Und mit angemessener Lautstärke. Ich gucke nach da, wo das Mikrofon da ist. Weil ihr damit die Bedeutung und den Willen ausdrückt, den ihr von euch zum Gegenüber vermittelt. Sehr wichtig im Leben. Merkt euch das bitte. Das waren die Worte des Bären. Und du siehst in dem Bild, ja, wunderbar den Türrahmen, wie die Tür aufgeht und der Bär mit dem Pinsel und dem Franzosenhut lächelnd vor den zwei kleinen Faulpelzen steht, die dort gehockt sitzen und mit erregtem Sterz hin und her wackeln. Entdecke deine neuen Kräfte. Packe es an und lass es fließen. Deine Ideen und Wege sind so vielseitig. Also deine Ideen und Wege sind so vielseitig wie deine Entwicklung. Was macht dich aus? Was bringt dich weiter?
Was steckt in den Tiefen deines Selbst? Entdecke deine neuen Kräfte, Bärenkräfte oder Biberkräfte, Umsetzungskräfte, gedankliche Kräfte, visuelle Kräfte, Tatkräfte. Der Bär setzte Tee auf und sprach deutlich und sehr freundlich: Schaut euch ruhig um, der Biber kommt gleich. Ein Regal voll mit Büchern stand mitten im Raum. Darüber ein Dachfenster, welches Licht darauf strahlen lässt oder ließ. Entdecke deine neuen Fähigkeiten. Ein dickes Buch, ein wirklich dickes, mit folgender Überschrift fiel den Faulpelzen auf: Habe von einer Welt der Spiegelmagie geträumt. Und du siehst in dem Bild, ja, das, den Raum mit dem Dachfenster, mit dem Bücherregal, ja, voller Bücher, Papyrus, Stifte, Zeichenmaterial und dieses fette, richtig dicke Buch, ja, wo noch eine Lupe drauf abgebildet ist, auf der Seite, die aufgeschlagen ist. Und die Faulpelze zeigen drauf und sitzen auf einem Teppich dabei. Entdecke deine neuen Fähigkeiten. Allgemeines Gruppengefühl von guter Leistung, Laune, war zum Abend hin zu spüren. Das ist das, was ich eben gemeint habe. Der Bär. Interesse an dem Buch? Fragezeichen. Frage an die beiden Faulpelze. Ja, was steht da drin? Der Bär. In französischem Dialekt? Einfach aufschlagen und nachschauen. Den kannst du ja nachmachen, den Dialekt. Entdecke deine neuen Fähigkeiten. Habe von einer Welt der Spiegelmagie geträumt. Wir reden von der Industrie, dem Konsum, dem darunter Leiden von falschen Werten und Normen. Ja, die falschen Werte und Normen. Wenn du dir dessen bewusst bist oder werden kannst, hast du ein viel aufgeschlosseneres Auge für die richtigen Werte und Normen. Für die Dinge, die du brauchst. Wer hört heute noch bewusst auf sein Herz und seine inneren Werte oder seine innere Stimme? Der Bär-Tor, das ist der Moderator, der Bär-Tor. Ich werde jetzt weitere neue Werte für mich definieren. Da steht in dem Buch drin, darum Bär-Tor. Ich werde jetzt weitere neue Werte für mich definieren. Das darfst du gerne auch mal wahrnehmen, dir Gedanken drüber machen. Alles sollte von sich selber heraus geschehen. Entdecke deine neuen Eigenschaften. Entdecke deine neuen Eigenschaften. Bild vom Biber, der Kräuter aus seinem eigenen Garten sammelt. Er ist stolz und voller Begeisterung. Und du siehst das Bild von dem Biber, wunderbar illustriert, ja, wie er ein Strauß, fast wie ein Blumenstrauß, Kräuter in der Hand hält und in der anderen Hand eine Schere. Und der Garten vor ihm mit seinen Wildkräutern, am Anfang vielleicht Löwenzahn, ja, vielleicht noch was Basilikum dabei und ein paar andere Kräuter, ja, wie, überleg dir was. Auf jeden Fall Brennnesseln sind auch dabei, Zitronenmelisse vielleicht, ne? Und vielleicht was Lilanes, das kannst du ja selber beschreiben. Entdecke deine neuen Aufgaben. Die Wahl ist unsere Aufgabe. Wir haben für uns den Vorteil, die Möglichkeit, alles für unsere Gesundheit selber zu bestimmen. Du kannst wählen, was du für deine Gesundheit aufnimmst, was du dich aussetzen kannst, möchtest und darfst. Du musst es nur wahrnehmen. Und dann kommt wieder ein Bild, ja, was mich so begeistert. Denn es hat mit Bewegung zu tun. Du siehst einen Ast. Ja? An diesem Ast hängt der Biber und macht Klimmzüge. Angestrengt natürlich. Oder er klettert ein Seil hoch, dieser Biber, und hilft sich noch dabei mit seinem Sterz.
Denn du darfst immer das nutzen, was mit deinem Körper möglich ist, um deine Ziele zu erreichen. Dann siehst du im Hintergrund, wie der Biber auf der Wiese Liegestütze macht. 1, 2, 3, 1000. Entdecke deine neuen Aufgaben. Der Biber macht Sport, Klimmzüge, Liegestütze und an einem Seil nach oben auf einen Baum. Hochziehen zieht er sich dort und natürlich wieder runterklettern, ablassen. Entdecke deine neuen Denkprozesse. Freies Denken ist gar nicht so einfach. Freie Energie auch nicht. Und ich habe im Buch auch eingehalten, entdecke die Fehler. Und das ist es, ja. Lies das Buch durch und schau, was dein Gehirn macht, ob er die Fehler überliest oder ob er achtsam ist und diese Fehler entdeckt. Und dann korrigiere sie. Wie, du kannst auch deine Seitenzahlen draufschreiben. Das alles ist dir frei zum Gestalten überlassen. Freie Energie auch nicht. Freies Denken ist gar nicht so einfach, freie Energie auch nicht. Da es vom körperlichen Zustand abhängig ist, der sich auf den Geist auswirkt. Entdecke deine neuen Denkprozesse. Bild von Bär, der Bäume pflanzt in einer Wüste und ein Problem lösen muss. Was wird das sein? Mit der Wasserversorgung. Er schaut ein wenig bedröppelt und macht sich Gedanken über eine gute Lösung. Niemals aufgeben, denkt er sich. Und du siehst im heftigen Sonnenschein, wie der Bär mit der Gießkanne dort steht und seine Pflanzen, die am Verdunsten sind, ja, gießt. Entdecke deine neuen Denkprozesse. Wie kommt das Wasser wohin? Und wie wird es am besten zur optimalen Bewässerung verwendet? Mach dir mal Gedanken, was du Wasser verschwendest oder wie du es nutzt. Ohne es zu verschwenden, plane es selber mal. Ja, genau du da, der das gerade an Lesen ist, in dem Fall hört. Jetzt im Moment, ob klein, das Kleine ist fett und groß geschrieben, ob groß, das Große ist klein geschrieben. Denken schadet nie, niemals. Komm, wir alle fangen zusammen von jetzt an immer dran denken zu denken. Immer dran denken zu denken. Kleines Versprechen unter Freunden. Möchtest du mein Freund sein oder meine Freundin? Die Faulpelze lächeln, als sie dieses gelesen haben. Genau so wie du Wünsche in mir. Genau so wie du Wünsche in mir auf jeden Fall. Kann man wahrscheinlich auch verbessern. Genau diese Wünsche, dieses wünsche ich mir auf jeden Fall. Das, was wir hier gemacht haben, nennt sich Interaktion. Interaktion über drei Dimensionen würde ich es nennen. Einmal vom Lesen, einmal vom Video, einmal von den Informationen im Buch und einmal von den persönlichen Gedanken, die ich gerade mit dir zusammen hier verfasse. Interaktion mit dem Umfeld, auch beim Pflanzenbau anwendbar. Genauso in der Wirtschaft und in Beziehungen unseres täglichen Lebens. Ja. Entdecke deine neuen Denkprozesse. Bär und Biber, wir sind immer noch in dem Buch, von dem Buch. Bär und Biber, die sich auf einer Fortbildung für Wassertechnik, Architektur, Geoforming und Aufforstung kennenlernen. Du siehst auf dem Bild, ja, eine Riesentafel, wo abgebildet ist Industriegebäude, Sonne, Wasserverdunstung, die Erde selber und Pflanzenanbautechnik mit Bewässerung. Und davor ist dann die Tribüne, wo jemand steht, noch im Schatten, der herzlich willkommen sagt an sein Mikrofon. Die Sitzplätze sind auch aufgestellt und Bär und Biber geben sich die Hand. Hand drauf, wir bleiben in Verbindung. Du bist mir sehr sympathisch, das ist Bär und Biber.
sagen beide, sehr freundlich und selbstbewusst. Sie sind motiviert und gehen in die Umsetzung. Sollen wir uns dort hinten setzen? Der Vortrag geht gleich los, sprachen beide wieder gleichzeitig. Achte mal auf die Symmetrie in deinem Umfeld. Wer reagiert gleichzeitig oder ähnlich wie du? Entdecke deine neuen Denkprozesse. Werde morgen eine Lösung dafür finden. Das Unterbewusstsein arbeitet ständig an einer Lösung. Darum ist es von Vorteil, dieses Wunderwerk unseres Geistes, was sich gerne mit unserem Bewusstsein verbindet, zu verwenden. 30 habe ich darunter geschrieben. Entdecke deine neuen Möglichkeiten. Und jetzt werde ich hier wieder einmal schauen und einen Cut machen. Ja, entdecke deine neuen Möglichkeiten ist dann der zweite Teil, sage ich mal, Ende des zweiten Teiles. Und jetzt kommt dann der dritte Teil. Erster Teil, zweiter Teil. Ich sag mal, das ist der zweite Teil, okay? Rückblick vom Bär, der sein Umfeld, vergammelte Holzhütte in Klammern, aufräumt, um zu sehen, was unter dem ganzen Haufen Müll und Schrott zu finden ist. Das nennt sich Potenzial entdecken. Das, was da ist, ja, sehen und erkennen. So kann er seine Gedanken ordnen, besser lernen und sich eine Übersicht verschaffen. Ordnung bringt es voll, sagt er sich und freut sich, Und dann siehst du das Bild, ja, wie er in einem Raum ist, ja, wo er ganz viele Kisten stehen hat, viel Pappkartons und andere Tüten mit Sachen drin und er, ja, gerade schaut, was dort drunter liegt. Entdecke deine neuen Möglichkeiten. Aufräumen und Ordnen fördert das Wohlgefühl und steigert dein geistiges Potenzial. Da Ordnung im Außen gleich Ordnung im Innern ist. Auch umgekehrt natürlich. Ordnung im Innern gleich Ordnung im Außen. 1% Steigerung pro Tag wirkt Wunder. Wunder bewirken wir. Darüber können wir uns wundern. Gut, oder? 1% Steigerung pro Tag. Mach nur eine Sache mehr, besser oder denk darüber intensiver nach. Und es muss nicht viel sein, es muss nur der Ansatz sein, der Hauch. Und schon entwickelst du dich weiter. Entdecke deine neuen Möglichkeiten. Fett geschrieben und groß wieder, ne? Nochmal einen Schluck nehmen von dem Ingwer-Zitronenwasser. Gibt Energie, motiviert, schmeckt gut. Biber, der am Backofen steht, jetzt kommt's, und Plätzchen beim Braunwerden beobachtet. Der Zeitpunkt ist wichtig. Gefühl für den richtigen Moment, um sein Eingreifen zu trainieren. Das ist es, den richtigen Moment zu finden, um sein Eingreifen, seine Reaktion, seine Interaktion mit dem Gegenüber richtig zu timen, zu planen. Wann reagierst du wie? Mach dir Gedanken und schaue voraus. Und du siehst den Biber in dem Bild, wie er glücklich Hände, ja, ich sag mal, halten und reibend, ja, mit Yam Yam vor dem Backofen steht, vielleicht noch was mit seinem Bibersterz wackelt und die Plätzchen im Backofen langsam vor sich hin reifen, sag ich mal. Entdecke deine neuen Geschmäcker, steht dort drunter. Und entdecke deine neuen Geschmäcker zum Rezept. Ohne Zucker, aber doch unheimlich süß. Bibers Rohkostplätzchen mit Powermousse. Zutatenliste. Haferflocken, Bananen, Kokosmehl, Kakao, Rosinen und Wildheidelbeeren dürfen natürlich nicht fehlen. Natürliche Zutaten kannst du hier nach deinen Wünschen hinzufügen. Also sei kreativ. Mach dein eigenes Rezept. Teste es selbst. Mein Geist ordnen und eine neue Herausforderung bekommen. Listen sind oft hilfreich, glaube mir, wenn du weißt, was du willst, wohin du willst, was du brauchst, was du wissen möchtest und bei vielen anderen Gegebenheiten. Entdecke deine neuen Geschmäcker.
Rezeptkredenzen. Rezeptkredenzen ist ein wunderbarer Ausdruck, oder? Kredenzen wir was? Es ist wie ein Zauberpott. Mischen wir das dazu, was wir brauchen. Tipp vom Biber. Bibers Rohkostplätzchen mit Powermoos. Achte darauf, wenn sie rohköstlich sein sollen, dass du den Backofen bzw. das Dörrgerät oder die Sonnenenergie-Hitzemaschine nicht über 40 Grad Temperatur aufheizen lässt, da sonst wichtige Vitamine verloren gehen. Okay? Entdecke deine neuen Geschmäcker. Bär, der ein Bild malt, dabei Japanöl verwendet, um der Leinwand einen Duft zu geben. Wer hat schon mal an einem Bild gerochen? Hast du schon mal an einem Bild gerochen? Ich noch nicht so oft, aber wird sich bestimmt mal lohnen. Um noch mehr Eindrücke zu bekommen. Hier. Ich hebe die Hand. Der Geruchssinn ist wichtig. Der richtige Riecher zur richtigen Zeit hat so viele Vorteile. Sonst kommen dir aus anderen Gründen mal die Tränen, aber außer beim Malen. Und du siehst den Bär, ja, mit der Leinwand im Vordergrund, ja, wie er mit dem, ja, Pinsel seine Striche zieht. Ja, dort ist noch ein Tisch und auf dem Tisch liegt eine Farbe und die Flasche mit dem Japanöl, die er gemischt hat. Und die Tränen laufen und kullern ihm seinen Pelz hinunter. Entdecke deinen neuen Geschmäcker. Den Duft und unser Geruchssinn, unsere Fantasie sind fest miteinander verbunden. Was meinst du? Tränen. Nicht nur vor Freude kullern dem Bär aus den Augen. Bär, das brennt. Doch es reinigt auch gleichzeitig so sehr. Meine Kanäle, denkt sich der Bär, ne? Denn Tränenflüssigkeit ist eines der reinsten Dinge, die unser Körper produziert. Glaubst du das? Entdecke deine neuen Ichs. Entdecke deine neuen Ichs. Habe eine große Leinwand, die ich füllen möchte. Beginne dein Gemälde jetzt. Die Möglichkeit hast du. Diese Leinwand bist du und jetzt bin ich ich. Ich bin ich und du bist du. Alle Wege wandeln sich und auch dich, mich. Wer bin ich? Das verwirrt, oder? Stell es dir einfach mal vor. Ein neuer Charakter betritt die Bühne. Das könnte es auch du sein, ne? Von Professor von Schildkröte. Till. Der einen Vortrag hält über die Wahrnehmung der Gefühle und Verbundenheit der Wesenszüge von Sphären. Analyse und Menschenkenntnis. Professor steht an Diagrammen mit Wellen, Sinuskurven und Zeigestock. Bär und Biber sitzen im Publikum und schauen sich unverständlich an. Dann eine Reaktion. Eine Reaktion. Vom Professor Schildkröte. Entdecke deinen neuen Ichs. Er schmeißt den Zeigestock weg, nimmt ein Blatt in die Hand, ändert die Bilder auf der Leinwand und fängt an zu sprechen mit bedeutenden Worten. Das ist doch mal ein Umschwenk, ja? Ein Wechselkurs. Etwas, was überrascht. Großgeschrieben etwas. Im Grunde ist alles ein Gefühl, eine Schwingung, sagt er in den Raum. So eröffnen sich neue Träume und Möglichkeiten. Diese gehen in Beziehung mit unserem Umfeld, dir und mir. Kennt ihr auch? Wenn ihr gut drauf seid, ist die Welt in Ordnung und in Farbe. Beim Gegenteil ist die Welt fragwürdig, fragwürdig, grau. Und matt. Oder wie sind deine Erfahrungen hier? Ja, dich meine ich. Dich. Du da, der da gerade diese Zeilen liest oder in dem Moment hier hörst. Ja, jetzt hast du es. Und du siehst auf diesem wunderbaren Bild, was du jetzt nicht sehen kannst, Professor Schildkröte,
Professor von Schildkröt mit dem Zeigefinger in der Hand, anstatt Zeigestock, lächelt schön mit seiner Brille ins Publikum. Vielleicht schaut auch gerade dich an. Im Hintergrund siehst du eine Leinwand mit Smileys, mit Herzen, ja, Emojis. Der eine denkt, der andere weint, der andere grinst dich einen ab und der andere macht mit den Händen so. Und auf dem Blatt, was er in der Hand hält, steht Träume. Entdecke deine neuen Ichs. Wesenssphären, alle Dimensionen sind durch Gefühle verbunden. Wir müssen nur lernen, sie wahrzunehmen, zu sehen und zu begreifen. Ruhende Seele wandelt, schreitet seinen Weg. Bewusst zu denen, die sie fühlen. Spruch von Professor von Schildkröte. Gänsefüßchen. Das Band an Energie ist die Gefühlswelle. Alle Informationen sind Schwingungen. Diese wandern in Wellen durch den Raum. Wir müssen diese nur einfangen. So, auch in deinen Träumen. Fange an, deine Geschichte von Träumen niederzuschreiben. Also in deinem Buch, dein Tagebuch, dein Gedankenbuch, dein Lebensbuch. Entdecke deine neuen Ichs, das Band. An Energie ist die Gefühlswelle, die durch alle Materie wandelt, ohne Einschränkung von dieser Materie. 35 habe ich dahinter geschrieben. Wie sieht es für dich aus? Zeichne es neben mir auf. Und hier siehst du den Kopf mit der Brille von Herr Professor von Schildkröte, der dir etwas Freiraum lässt zum Zeichnen. Entdecke deine neuen Ichs. Pyramiden, Ruinen mit Hieroglyphen, die Geschichten erzählen. Erweitere deine Vorstellungskraft, male es aus. Und du siehst hier in dem Bild die Pyramiden, 3 Stück in der Anzahl, mit einer monumentalen Tafel im Vordergrund, mit hieroglyphischen Zeichen, Bebilderungen. Und du kannst dieses Bild erweitern mit deiner Fantasie, mit deiner Kreativität. In deinen Träumen vielleicht auch. Super. Entdecke deine neuen Dimensionen. Wir setzen auf. Jetzt geht es in deine Traumwelt. In deine Traumwelt geht es. Ja, in deine Traumwelt. Wir setzen auf eine Lichtung und Sandbank. Schilfgras um uns herum. Erblicken in der Ferne große Ruinen aus alten Zeiten. Da wäre ich begeistert, wenn ich sowas mitbekomme, sehe, anfassen kann, wahrnehme. Alles Wissen war schon mal da. Mächtige Pyramiden strahlen in der Sonne im zeitlosen Glanz. Schaue in die Vergangenheit, lerne von denen, die es schon gemacht haben. Dann kannst du dich entwickeln und Tiefe neue Erfahrungen sammeln. Ich will hoffen, dass dieses Video auch zusammen aufgenommen werden kann und gespeichert werden kann, denn da liegt mir sehr viel im Herzen dran, dass diese Geschichte zu euch kommt. Mit der Emotion, mit dem Moment, mit der Fantasie, mit dem Gefühl. In der Werkstatt. Bär und Biber, die in einer Werkstatt tüfteln. Mit Windenergie, Sonnenkraft, Wasserkraft, sowie Treibhaus- und Bewässerungstechnik. Und du siehst das Bild, wie die beiden an den Tisch tüfteln. Ja? Der Biber mit einer Gießkanne gießt etwas in ein Wasserbehältnis, wo so Gräben abgezeichnet sind. Dann siehst du nur ein Treibhaus, wo Pflänzchen drin sind und eine künstliche Sonne. Eine künstliche Sonne, die auf etwas, ja, Wasserfläche strahlt. Der spielt oder experimentiert der Biber mit Windkrafträdern. Entdecke deine neuen Dimensionen.
Gebe nicht auf. Geben nicht auf. Wir geben nicht auf. Jeder Rückschlag auf den ersten Blick kann eine Chance sein, um zu wachsen und Erfahrungen zu sammeln. Woran denkst du gerade? Schreibe oder zeichne es auf. Bist du durch Kreativität neue Dinge verbinden kannst? So erzeugst du für deine Zeit Neues und Erfolg für deine Zukunft. Entdecke deine neuen Dimensionen, fett geschrieben. Und hier siehst du in einem Bild Bär und Biber, die schnippen und schnappen und Oho sagen und denken, wow, ja, und zwei Glühbirnen, die als Erleuchtung über sie schweben. Die Erleuchtung, ein Gedankenblitz über den Köpfen von Bär und Biber. Ich fühle mich sehr begeisterungsfähig. Mein Charakter wächst, meine Ideen und mein Glück, mein Momentum mit ihm. Das kannst auch du sein. Entdecke deine neuen Dimensionen. 4 Jahreszeiten und die Zeit bewusst wahrnehmen. Nicht von unwichtigen Dingen ablenken lassen. Jetzt fragen sich manche vielleicht, was sind 4 Jahreszeiten? Die kennen wir ja heutzutage gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall gab es sie mal und vielleicht kommen sie auch wieder. Bewusst wahrnehmen. Nicht von unwichtigen Dingen ablenken lassen. Damit man seine Ziele erreicht. Lass dich nicht ablenken, damit man seine Ziele erreicht. Du deine Ziele erreichst. Und du siehst auf dem Bild, wie ein dicker, saftiger Baum, ja, an einem Wasser steht. Vielleicht mit einem Staudamm im nahen Grün am Ufer. Und in dieser Baumkrone siehst du die 4 Jahreszeiten von Blüte, Frucht, Herbst und gefrorenen Winter, ja, wo eine Krähe gerade drauf landet. Und die sucht sich natürlich den Frühling aus. Entdecke deine neuen Dimensionen. Wasser sammelt sich im Stausee, der durch einen Damm gehalten wird. Durch Kanäle, die der Bär gebaut hat, fließt nun das Wasser zu den gepflanzten Bäumen und Sträuchern. Man sollte nicht leichtfertig sein Leben meiden. Bär und Biber machen Tai Chi. Auf der Wiese, die frisch und neu erblüht, der Wind weht und das Windrad in Doppelhelixform erzeugt Energie. Für die Schaufelräder der Wasserspeicher. Und du siehst die beiden Bär und Biber, ja, in einer Blumenwiese Tai Chi machen. Ich knack mir gerade das Gelenk. Also Bewegung ist niemals schlecht. Und im Hintergrund siehst du vom Wind angetrieben das Windrad in der Doppelhelixform, wo die Energie weitergeleitet wird. Entdecke deine neuen Dimensionen. Du bist es wert zu sein und dich zu entfalten. Du musst das, was du tust, wirklich können. Erkenne deine Fähigkeiten, deine Kernqualifikationen, Talente sind so vielschichtig wie deine Persönlichkeit. Und das ist ein Satz, den darfst du gerne nochmal wahrnehmen. Talente sind so vielschichtig wie deine Persönlichkeit. Was ist deine Persönlichkeit? Was sind deine Talente? Wie vielschichtig bist du? Direkt ein Test starten. Geist freilassen. Meditieren. Faulpelze waren zutiefst beeindruckt von der Geschichte. Dabei bemerkten sie, dass es ein Buch über die Geschichte vom Leben zweier Freunde war. Voller Ziele und Träume, die sich ständig weiterentwickeln. Und genau das ist das. Wir schreiben ein Buch mit unserem Leben, aber wir schreiben es oft nicht nieder. Aber wenn du es aufschreiben würdest, niederschreiben würdest, was käme dabei raus? Ein Meisterwerk oder ein Schundblatt? Träume, Ziele. Und hier siehst du ein Bild, wie die beiden Faulpelz-Kinder vor einem dicken Buch sitzen und hocken, es beide jeweils festhalten und
Begeistert dort reinschauen, wo dein Träume und Ziele steht. Entdecke deine neuen Dimensionen. Prägung durch Anteilnahme der Welt. Es gibt Wege, die man beschreiten muss, um erfolgreich zu sein, zu werden, zu bleiben. Entwicklung ist ein Weg, der in alle Richtungen ausgebaut werden kann. Entdecke deine neuen Werte. Setze die richtigen Randsteine. Diese liegen in deinem Ermessen. Entscheide dich. Jetzt fragst du dich, was Randsteine sind? Es soll ein Symbol sein für das, was dein Radius ist, dein Horizont, deine Grenze. Und die werden oftmals als Rand oder als Grenzsteine bezeichnet, ja, weil das dein Gebiet ist. Also schau, wo deine Grenzen liegen. Kannst du sie erweitern? Kannst du investieren? Heute war ein guter Tag. Heute war ein guter Tag. Heute ist ein guter Tag. Ich freue mich, dass ich das machen mag. Heute möchte ich bewusst die Welt wahrnehmen. Alles ist so undimensional, nicht festgelegt, nicht klar, nicht wahr. Doch alles ist so reichhaltig, war klar. Eine Feststellung, was einem so alles mehr vorkommt nach einer Meditation. Ich glaube an mein Glück. Glückshormone erzeugen. Weißt du, was das ist? Weißt du, was Glückshormone sind? Wie sich das anfühlt, fragten sie sich und auch dich. Entdecke deine neuen Werte. Da, da. Der Biber kommt auf einem Motorrad von Weitem über die Allee der Bärensträucher gefahren. Kinder, wir gehen nach draußen. Der Biber kommt, sagt der Bär, ne? Dann gibt's Frühstück. Frühstück ist eine wunderbare Sache. Die Faulpelze schlossen das Buch und blickten aus dem Fenster, wo sie den Biber parken sahen. Und du siehst in dem Bild, wie die beiden Faulpelzkinder das Buch zugeschlagen haben, am Fenster dann erkennen, wie der Biber sein cooles Motorrad parkt und im Hintergrund noch die Bärensträucher mit dem See. Das Motorrad wurde mit Wasserkraft und Magneten angetrieben, die über Muskelkraft und Federspannung wie in einem Uhrwerk funktionieren. Uhrwerk. Entdecke deine neuen Werte. Traum. Doppelpunkt. Liebe war mein Ziel. Diese vor dem Imperator zu retten. Das war mein Traum. Und diese Geschichte ist woanders drin. Sei gespannt. Der nicht mehr alle Latten am Zaun hatte. Ja, alle Latten hat er nicht mehr gehabt. Der Imperator war voll durch. Ja? Man konnte durch den Zaun gucken, weil die Latten alle abfielen. Das Leben ist kein Theaterstück. Wer war der Machthaber, der sich so aufspielte? Diese Politiker. Oh Mann, oh. Entdecke deine neuen Werte. Alle sitzen an einem runden Holztisch, genießen den frühen Morgen. Frühstück mit, Punkt, Punkt, Punkt. Super Wildheidelbeeren und selbstgemachte Müsli. Gemütlich auf der Terrasse. Powerfood von B&B steht auf den Tassen und Schüsseln aus Holz. Markenbranding. Und du siehst auf dem Bild mit den Faulpelzen, ja, wie sie genüsslich ihren Morgen genießen und das Frühstück dabei auch. Der Bär schaufelt sich sein Müsli rein. Oder der Biber. Kommt drauf an, wie gerade da ist. Entdecke deine neuen Werte. Sprechblase. Der Bär sagt zu den Faulpelzen. Gänsefüßchen. Vorstellung ist der erste Weg zum Erfolg. Gedenkpause, Gänsefüßchen. Und in der Sprechblase in dem Bild, ja, siehst du es nochmal, wie er dort steht und den Faulpelzen diesen Gedanken mitgibt. Vorstellung ist der erste Weg zum Erfolg. Und der Biber gleichzeitig schaut dort rüber, beeindruckend, oder? Und jetzt nochmal im Text. Sprechblase, der Biber sagt, schaut dort rüber, beeindruckend, oder? Vorstellung ist der erste Weg zum Erfolg. Erfolg baut auf Glück auf.
Glück ist das Ergebnis von Arbeit, Leistung und Motivation. Lerne zu handeln. Das Momentum baut sich durch die Motivation seiner Einstellung zu sein auf. Also was ist dein Sein? Was kannst du sein? Was formulierst du für dich selber, was du bist, was du sein kannst? Jeder Tag ist das Ja-Sagen zum Leben. So verstehe ich die Herausforderung. Entdecke deine neuen Werte. Fruchtbarer Boden, das Flussdelta und Ufer mit Wald und Feldern. Noch was trinken? Manchmal sind die Stücke, die man im Mund hat, einfach zu groß. Und dann ist der falsche Zeitpunkt, diese zu verarbeiten. Das war jetzt Ingwer. Fruchtbarer Boden, das Flussdelta und Ufer mit Wald und Feldern. Der Holzsteg, das ist schön, ein Holzsteg ist ein Traum. Der Wege bildet, das haben wir erschaffen, aber woraus? Gedenkpause, Fragezeichen. Aus der Vorstellungskraft natürlich. Kreativität unserer Schaffenskraft und das nachhaltig. Und du siehst auf dem Bild, ja, wie die Sonnenstrahlen auf die Köpfe der vier Häupter sich niederlassen. Die Faulpelzkinder sind rechts und links von Bär und Biber stehend begleitet und sie haben die Hände gefaltet und grinsen sich einen seltsam ab. Entdecke deine neuen Eindrücke, Sprechblase, von Bär und Biber. Schau zum Himmel, da gibt es. Alle schauen in den Himmel. Auch du, sie sprachen. Schaue zum Himmel, da gibt es Sterne. Ja, da gibt es Sterne, jetzt pass auf. Diese sind auch da, wenn Wolken sie verdecken oder wenn es taghell ist. Ansichten machen unser Leben aus, doch was sehen wir uns an? Ansichten machen unser Leben aus, doch was sehen wir uns an? Sehr tiefgründig, geh meine Gedanken rein und schau mal, was du meinst zu sehen und was doch aus einer anderen Perspektive ganz anders aussieht, sich ganz anders anfühlt. Deine Sinne ganz anders, ja, reizt. Entdecke deine neuen Eindrücke. Nichts ist nur eins. Wir können uns alle ergänzen. So wie alle die Augen geschlossen haben, da die Sonne ihnen hell ins Gesicht strahlte. Überkam sie ein wunderbares, angenehmes Gefühl. Bärig. Alles im gleichen Augenblick. Sehen kann man auch mit geschlossenen Augen. So entsteht Erfüllung für das Herz und unsere Schwingung steigt. Was ist in Gänsefüßchen, ist und schon vergangen. Daran gibt es nichts mehr zu wandeln. Was ist in Gänsefüßchen und schon vergangen. Daran gibt es nichts mehr zu wandeln. Was dann kommt, ist aus dem Ist entstanden. Was dann kommt, ist aus dem Ist entstanden. Das kannst du wandeln. Entdecke deine neuen Eindrücke. Die Faulpelze fragten, ob sie bei Bär und Biber in die Ausbildung gehen können. Bär und Biber antworteten, Gänsefüßchen schräg geschrieben, wenn ihr die Herausforderung annehmen möchtet und nicht bereit seid aufzugeben, Gänsefüßchen, Punkt, dann seid ihr willkommen, um euch zu entwickeln. Einladung auch an dich. Entdecke deine neuen Überzeugungen. Das, was kommt und für dich wandelst, ist der Moment. Nicht drüber ärgern, das blockiert. Block es mit starker Hand und sei frei im Geist. Das reißt dich mit im Flow
Schwinge auf der Welle der Möglichkeiten zur Lösung. Und jetzt siehst du ein Bild, ja, wie die beiden Faulpelzkinder. Es geht los, ja, zusammen einen mächtigen Bleistift in der Hand halten mit so einem Radiergummi am Ende, sich gemeinsam anschauen und jeweils in der anderen Hand nach außen Bücher halten, wo drauf steht Erfolg, Freude, Erfüllung. Noch irgendwas, Ausbildung, Bär und Biber. Finde gute Gründe, die dich dazu motivieren, deine Träume zu realisieren. Was ist es, was dich antreibt, was dich bewegt? Das Verhältnis ist wichtig. Beispiel 8 zu 3. Finde 8 gute Gründe, die dafür sprechen, im Verhältnis zu 3, die dagegen sprechen. Dann hast du immer noch einen mehr als die Hälfte. Nicht 4 zu 4, sondern 5 zu 3. Denke darüber nach und mach was draus. Entdecke deine neuen Überzeugungen. Erster Punkt. Mehr als alle anderen macht dich außergewöhnlich. Erster Punkt. Weniger als der Durchschnitt macht dich dann zu einem, der erkennen darf, da geht noch mehr. Worin darf ich mich verbessern? Das ist der Weg. Die Faulpelzgeschwister nutzen die Chance, lernen in 3 Jahren sehr intensiv und viel, viele neue Dinge, die ihrem Leben Erfüllung und Freude brachten. Einblicke in ganz neue Sichtweisen, die Welt zu verstehen und sich selbst. Immer mal die Gelenke knacken lassen, ne? Diese Zeit der Selbstverwirklichung schafft es, neue kreative Ideen und Erfahrungen zu schenken. Und jetzt in einem Bild, 3 Jahre später. Geschafft! Wir sind Erfolgspelze! Klatsch! Ja? Sagen die 2 Faulpelze, die jetzt Erfolgspelze sind. Sie haben ein Zeugnis in der Hand und freuen sich, grinsen sich an und haben die Augen dabei noch geschlossen, weil sie sich vertrauen. Bär und Biber stehen dort neben, sind auch begeistert, ja, grinsen, klatschen und haben ihre eigenen designten Anzüge an. Jetzt kommt die Sprechblase. In deiner Zukunft möchten wir dich motivieren. Augen auf mit Herz und Hand, Kopf und Verstand. Das Lernen wie das Leben geht immer weiter. Sei bewusst dabei, deine Zeit ist deine Zeit. Dein Leben lösen und dich orientieren. Bestimme dein Denken und dein Bewusstsein. Und jetzt geht es in den Text über. Entdecke deine neuen Überzeugungen. Am Ende dieser Zeit bekamen sie einen Titel. Dieser heißt Erfolgspelz. Erfolgspelz. Und dieser wurde von Bär und Biber im selbstdesignten Anzug von ihnen stehend überreicht. Mit folgenden Worten, und jetzt kommen die Worte wieder. Auf dem Weg in deine Zukunft möchten wir dich motivieren. Höre gut hin. Augen auf mit Herz und Hand, Kopf und Verstand. Das Lernen wie das Leben fest in der Hand. Es geht immer weiter. Sei bewusst dabei. Deine Zeit ist deine Zeit. Dein Leben lösen und dich orientieren. Bestimme dein Denken und dein Bewusstsein. Entdecke deine neuen Überzeugungen. Die Erfolgspelzgeschwister steigen in ihr Flugobjekt. Flugobjekt. Mit Flugbrille und Ledermütze. Namens Adler 2. Adler 2. Und fliegen über den Wolken. Blicken auf die Erde und haben Spaß an den Eindrücken, dem Moment, deinem Moment. Du siehst in dem Bild, wie 2 Faulpelze mit ihrem Mützchen auf, mit der Brille, im Cockpit sitzen von Adler 2 und durch die Wolken fliegen und sich die Welt anschauen.
Wo kannst du die Luft noch fühlen, füllen und schöne und schöner machen? Male es dir in Gedanken aus. Es ist deine Geschichte und die ist noch lange nicht aus. Wir setzen dir Grenzen oder wer setzt dir Grenzen? Oft ist es dein eigenes Denken, dein Verstand, der dich vor eine Wand setzt und in die Ecke drängt. Dabei hast du alle Werkzeuge bei dir, um durchzustarten. Öffne dich deiner Welt und hebe ab mit deinem Fluggerät. Beste Grüße, Bär und Biber von B&B Inc. und von den Erfolgspelzen. Beste Grüße, habe Spaß in deinem Leben. Und so kannst du richtig abheben. Entdecke deine neuen Ausdrücke. Danke, hier kommt der Name des Lesers hin oder hier des Hörers, also dich, du oder ihr. Danke an Lydia, die die Zeichnungen übernommen hat, für deine Hilfe und Arbeit. Deine Aufmerksamkeit war mir eine Freude. Seid alle miteinander lösungsorientiert. Fett geschrieben, Gänsefüßchen, Schrägstrich, Schrägschrift. Lösungsorientiert. Lösung, Bindestrich, S, Bindestrich, orientiert. Viel Erfolg für deine, eure Zukunft an alle zusammen. Bleibt natürlich, was sonst. Entdecke deinen neuen Anfang. Extra Anhang der Geschichte. Eine Zugabe quasi. Die Zugabe. Extra Anhang der Geschichte. Die Geschwister ziehen weiter, steigen in ihre neue Flugmaschine, die einem Adler nachgebildet wurde. Sie fliegen übers Land und sehen aus neuer Perspektive die Welt. Berge, Täler, den See mit den Pfirsichbäumen und die Wälder und Blumenwiesen. Sie schauen sich alles an. In der Ferne eine Stadt und Inseln von fremden Landen. Die Zeit der Erlebnisse, die überstanden und das, was vor uns liegt, ist fest miteinander verbunden. Entdecke deinen neuen Anhang. Doch auf dem Weg, nach einiger Zeit, sehen sie aus der Ferne einen bekannten Baum. Mit einem bekannten Ast, wo 4 Faulpelze hängen und ihren Tag fair, Klammer auf, pennen, Klammer zu, bringen. Verbringen oder verpennen. Sehen den Unterschied. Abgelenkt von alltäglichen Ablenkungen, gefangen in einer begrenzten kleinen Welt, bis der Schatten sie aufmerksam werden lässt. Der Schatten. Panik, Stress, Unwissenheit macht sich breit. Die Mutter lässt das Telefon fallen. Der Vater wendet seinen Blick ab vom TV. Dem Bruder wird seine Spielkonsole aus der Hand geschlagen, wobei sie dann vom Ast fällt. Quatsch. Als die Schwester ihn voll erschrocken anrempelt, der Wind und die Schwingen, oh, ach du meine, Punkt, 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 da waren Schminktipps nicht mehr so wichtig. Jetzt war es ihnen aufgefallen, dass 2 Kinder fehlen. Und wir erinnern uns, es war 3 Jahre her, mindestens. Schlechtes Gewissen legt sich über sie, Punkt, Punkt, Punkt. Was denkst du, würdest du jetzt tun, Fragezeichen. Aus der Perspektive der Erfolgspelze und den Faulpelzen. Mit wem identifizierst du dich, jetzt oder in Zukunft? Noch ein Schluck. Entdecke deine neuen Fortsetzungen. Erschrocken und an Grübeln. Alle waren an Überlegen. Da kommt der Adler angeflogen. Fortsetzung Teil 2. Wenn die Idee angekommen ist. Und das ist jetzt in Bezug aufs Buch.
Ja, hier haben wir ja eine wunderbar kreative Art gehabt, es zu lesen. Und jetzt geht es noch weiter. Entdecke deine neuen Fortsetzungen. Anfragen von aufmerksamen Menschen. Das ist jetzt ein bisschen von mir, ne? Yeah. Interesse an dem Live-Event Hörbuch, das ist das hier. Freigesprochen und einfach gemacht. Podcast-Kanal Dan Cool unterstrich Hallo unterstrich Nachbar. Titel Faulpelze lösungsorientiert. Da kannst du mal schauen beim Podcast-Kanal oder unter meinem Namen. Instagram Dan Cool, YouTube Dennis Cool, der Persönlichkeitsstammtisch Dan Cool unterstrich Hallo unterstrich Nachbar. Erfahrungen sammelt man durch Taten. Etwas Altes ganz neu entdecken. Aus regionaler und ökologisch bedachter Herstellung. Unsere Gedanken sollten gut sein. Und wir sollten das anschauen, was bei uns im Umfeld ist. Und nicht erstmal von ja, ganz weit weg auf diesem Planeten zu uns kommen lassen. Wenn wir es schaffen, können wir die Reise selber machen. Wir pflanzen einen Baum für unsere Zukunft. Sie können das auch, also du, egal ob Kind oder Erwachsener. Mit freundlichen Grüßen, Dennis Cool. Das bin ich. Entdecke deine neuen Seiten. Und hier siehst du nochmal das große Faulpelzbild vom Cover des Buches komplett auf die Seite gezogen. Ja, wo der Vater Fernsehen guckt, hängend kopfüber, die Mutter hängend kopfüber, am Telefonieren ist. Ja. Der Sohn gerade schläft, die Schwester gerade, ja, Beine wackelnd, die YouTube-Schminktipps schaut und die beiden Faulpelzkinder kopfüber hängen und in der Pfütze ihr Spiegelbild sehen. Und dann geht die Reise los. Danke an, das ist die Danksagung an alle, die mich inspiriert haben und hier mitgewirkt und ja, in meiner Lebenszeit diese Erfahrung überhaupt erzeugen konnten, dadurch, dass ich sie wahrgenommen habe, diese Welt, diese Menschen. Meine Familie, meine Freunde, alle Menschen, die hier mitgewirkt haben, von denen ich lernen dürfte und die mich inspiriert haben. Dem kleinen Neo, der Emilia, die hier eine so große Begeisterung in mir geweckt haben und zu meiner Familie gehören. Auch an alle, die mein Umfeld so viel besser, besser und schöner mit vielen S und vielen Ös machen und gemacht haben. Hast du korrigiert? Das ist auf die Schreibfehler oder anderen Sachen, die dir eventuell aufgefallen sind, bezogen. Wenn du in der Wahrnehmung keine Fehler gesehen hast, sehr gut. Dann ist dein Geist lösungsorientiert und kann auch über Dinge hinwegsehen, ohne sich daran aufzuhalten. Wenn du Fehler gesehen hast, bist du sehr fixiert und sehr achtsam, ja? Zu deinem festen Standpunkt und deinem Wissen. Das heißt, du kannst mit dieser Fähigkeit kleine Fehler erkennen und diese dann korrigieren. Jeder hat eine Fähigkeit, die er nutzen kann. Ne? Wie wir sie einsetzen und wo, das dürfen wir selber entscheiden. Ob sie uns anstrengen oder ob sie uns etwas Gutes tun, liegt in unserer Entscheidung. Also hast du korrigiert? Im Jetzt und in der Zukunft werden wir uns treffen. Und uns über den Weg laufen. Wir dürfen nur die Augen aufhalten und sehen, lernen und fühlen. Den Mund öffnen und die richtigen Worte wählen. Und uns kennenlernen. Genau, das Kennenlernen ist das Beste. Das Wissen und die Begeisterung teilen und weiter ausbauen. Wenn ich hier für dich einen kleinen Teil, ja, einen kleinen Teil, dazu beitragen dürfte, war es mir die Lebenszeit auf jeden Fall wert. Meine Lebenszeit für euch gemeinsam auf dieser Erde. Besten Dank an euch, Dennis. Alles ohne Gewähr, fett geschrieben, alles ohne Gewähr. So, ab hier fängt dein Tagebuch an mit deinen Geschichten und Abenteuern. Hand drauf. Abgemacht und ein Vertrag mit dir selbst gemacht. Mach mal einen Vertrag mit dir selbst. Formuliere ihn mal aus und halte dich dran. Weil sonst hast du einen Vertragsbruch durchgezogen und das ist unter Strafe. Ja.
Bist du dir bewusst, dass du deine Macht hast, deine Überzeugungen, deine Verträge einzuhalten? Denn du hast, wie gesagt, die Macht, aus einem Faulpelz einen Erfolgspelz entstehen zu lassen. Und der Erfolgspelz ist hier größer geschrieben und fett. Erklärung für die erwachsenen Leser. Das ist jetzt für die Erwachsenen oder an die schlauen Kinder, die sich für erwachsen fühlen. Das Buch soll neugierig machen auf die Welt und seine Möglichkeiten. Also seine Sachen. Dieses Buch, lösungsorientiert mit dem Bezug zu den Faulpelzen, die sich im Laufe der Geschichte zu Erfolgshelden wandeln, Erfolgspelzen, oder transformieren, ist sehr leicht geschrieben. Es nimmt keine Norm an. Achtet nicht auf Klein- und Großschreibung oder irgendeine andere Regel. Wenn es angenehm ist zu lesen oder etwas kompliziert für den einen oder anderen, dann mag es so sein. Ja. Was mir wichtig ist, war Folgendes. Dass es bestimmte Werte vermittelt. Also das Buch sollte bestimmte Werte vermitteln. Für dich als Kind, für die Erwachsenen, für alle, die gerade zuhören und mitmachen. Die so oft im Leben einen Weg freigeben zum Wohlstand. Woraus besteht Wohlstand? Was macht dieser für dich als Erwachsenen aus? Welche Werte vertrittst du? Kannst du ohne schlechtes Gewissen deinem Kind oder deinen Kindern ein gutes, erfolgreiches Vorbild sein? Was ist in Hinsicht zu deinem Umfeld? Wie wirkst du auf dieses ein? Was ist mit deinem Partner, deiner Beziehung, deiner Familie? Welche Werte vertrittst du aus dem Standpunkt von dir zu ihnen oder von ihnen zu dir? Mach dir ein Bild, welches von deinem Unterbewusstsein nach oben in dein Bewusstsein dringt, dich zum Abheben bewegt. Abheben, ne? Aber auf eine fundamentale Weise. Denn deine Erfolge sind auf Grundpfosten aufgebaut. Die Würde, fettgeschrieben, Mitgefühl, auch fettgeschrieben, und Anstand, fettgeschrieben, enthalten. Dazu eine gesunde Lebensweise in Gänsefüßchen und einen vitalen und freundlichen Charakter, der andere begeistert und sie mitreißt. Denn deine Ideen und deine helfende Hand sind Gold wert. Also pack es an. Du hast die Energie erlangt, das Kapital und deine überschüssige Kraft, denen zu leihen, die es benötigen, die dann in die Lage versetzt werden, sich selber zu helfen, sobald sie es gelernt haben. Genau das soll dieses Buch bewirken, die Fantasie anregen und etwas Spirit und Motivation schenken. Das alles verpackt in einer Parallelgeschichte. Parallelgeschichte großgeschrieben, hast du ja gehabt. Denk mal drüber nach. Mit den Charakteren von Schildkröte, Bär und Biber und den Faulpelzen, wobei Faulpelze sich in Erfolgspelze weiterentwickelt haben im Laufe der Zeit. In den Nebenrollen die Ameisen, Fledermaus und Eule. Also, wenn du deinen Kindern etwas außerhalb des Alltäglichen schenken möchtest, darf ich dir dieses Entwicklungsbuch, fettgeschrieben, Entwicklungsbuch, recht gerne empfehlen. Alles ist freiwillig. Du entscheidest dich. Kurze Info zur Geschichte für die Erfolgskinder. Das ist jetzt der Kinderteil. Es fängt wie ein ganz normaler Tag an. Doch dann wird aus dem Abhängen im trüben Grau ein Abenteuer außerhalb der ihnen bekannten Welt. Können sie bestehen und ihren Weg zu zweit weitergehen? Oder bleiben sie stehen? Die Faulpelze fallen von ihrem Ast ab und erkennen das
dort draußen, eine Welt vor ihnen verborgen lag, die fantastischer, großgeschrieben, fetten übrigens, nicht sein könnte. Alles war neu, die Begeisterung groß, Begeisterung auch groß geschrieben, die Bekanntschaften auch groß, freundlich und manchmal doch kurios und kurios auch groß. Auf diesem lehrreichen, das ist auch groß geschrieben, Weg werden sie einige neue Gedanken, werden so einige neue Gedanken entstehen, die bis hin zu den Sternen gehen. Können wir zusammen abheben, abheben fett geschrieben und groß. Was meinst du? Der Bär und Biber, die Eule und Fledermaus und die Ameisen warten auf ihren Auftritt. Wissenschaft und Pflanzenwelt, alles verbindet sich in deiner Traumwelt. So entsteht ein Fluggerät, das einen zu den Wolken trägt, aber es liegt an dir und in dir, dieses zu entdecken. Bist du dabei? Ich wäre es an deiner Stelle. Ja, an deiner Stelle. Da ist die Kamera. Frage deine Eltern, ob sie in deine erfolgreiche Zukunft investieren möchten. Das bringt es immer. Und dieser Satz ist an die aufgeweckten Kinder, die auch verhandeln gelernt haben. Und das auf einer ehrlichen, wahrhaftigen Art und Weise. Um ihre Vorteile zu erzeugen und es zu rechtfertigen. Weil Rechtfertigung ist eine Sache, die viele Menschen heutzutage sehr belastet. Aber wenn du es von der richtigen Seite aus siehst, ist eine Rechtfertigung nur das, ja, was hinterlegt, warum du einen Grund gefunden hast, dieses und jenes so zu tun. Falls du nicht schon selber entscheiden kannst, was du für deinen Erfolg tun möchtest und kannst. Unabhängigkeit ist wie ein Adler, der seine Flügel ausstreckt. Doch er muss auch erstmal fliegen lernen, oder? Das Überleben und das nach Freiheit streben, steckt es in dir. Ja, Gedenkpause. Dann los! Adler 2 oder Adler 3 wird bald gebaut. Das wette ich drauf. Da wette ich drauf. Um was? Das setzt du fest. Leiste reale Überzeugungsarbeit für deinen Erfolg. Das war der Schlusssatz. Und der Schlusssatz sagt, leiste reale Überzeugungsarbeit für deinen Erfolg. Denk drüber nach. Beste Grüße, Dennis Kuhl, der Autor. Lydia, die Zeichnerin. Altersfreigabe ohne Gewähr, 0 bis nach oben offen in Jahren. Großes Inhaltsverzeichnis. Seite. Seitenzahlen selber einfügen. 0 bis 5, Einleitung zum Abenteuer deines Lebens. 5 bis 6, Faulpelz, Kinder gehen in die Welt hinaus. 7 bis 12, entdecke deine neue Welt. 13 bis 14, entdecke deine neuen Erfolge. 14 bis 15, entdecke deinen neuen Blickwinkel. 15 bis 19, entdecke deine neuen Horizonte. 19, entdecke deine neuen Beziehungen und Sinne. 20, entdecke deine neuen Sinne und Wege. 21 bis 22, entdecke deine neuen Gefühle. 23 bis 24, entdecke deine neuen Kräfte. 25, entdecke deine neuen Fähigkeiten. 26 bis 27, entdecke deine neuen Eigenschaften, Aufgaben. 27 bis 31, entdecke deine neuen Denkprozesse. 31 bis 32, entdecke deine neuen Möglichkeiten. 32 bis 35, entdecke deine neuen Geschmäcker. 35 bis 38, auch ganz fett geschrieben, entdecke deine neuen Ichs. 39 bis 45, entdecke deine neuen Dimensionen in der Werkstatt. 45 bis 49, entdecke deine neuen Werte. 49 bis 50, entdecke deine neuen Eindrücke.
51 bis 54, entdecke deine neuen Überzeugungen. 55, entdecke deine neuen Ausdrücke, Anhang. 56 bis 57, entdecke deine neuen Fortsetzungen. 58, entdecke deine neuen Seiten. 59, danke an, alles ohne Gewähr. 60, Erklärung für die erwachsenen Leser. 61, kurze Info zur Geschichte für die Erfolgskinder. 62, frag deine Eltern, ob sie in deine Erfolgsgeschichte erfolgreiche Zukunft investieren möchten. 63 bis 64, grobes Inhaltsverzeichnis. Das war's. Ich hoffe, du hast deine Entdeckungen gemacht. Die Geschichte hat dir gefallen. Und ich freue mich, wenn das Video funktioniert hat und dann zu dir in deine Welt kommt. Nehmen wir nochmal einen kräftigen Schluck drauf. Und dann sehen wir uns. Bis dann, dein Dennis. So. Und yeah.